Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Wird Zeit für Sacred Citadel. Ich und mein Jäger prügeln uns weiter durch die Welt von Sacred Citadel. Nach wie vor das erste Kapitel. Monolithwald ist durch. Also weiter zu The Grimrock Festung. Ja. Nur. Immer ein paar Kisten knacken. Vielleicht mal ein paar Leute verhauen hier. Das ist ja das, was das Spiel so interessant macht. Leute verprügeln. Fröhlich mitten reingesprungen. So, zack, 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 zack. Ums Maul, auch dir, du Dickwanst. Ein bisschen Pfeilhagel dazu gehen. Er kriegt wieder direkt auf die Fresse hier. Schönes, saftiges Steak. Stehe ich total drauf. Zack, 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 zack. Immer mitten in die Fresse. So, der Dicke ist auch schon mal Geschichte. Jetzt noch so ein paar Kleine da wegmetzeln. Yay. Stylischer Finishing Move. Na, mal gucken, ich hatte doch vorhin hier irgendwo so ein paar liegen lassen. Die sind natürlich nicht mehr da. Das macht aber auch nichts. So. Hier nochmal fröhlich durch die Tür geprügelt. Zack. Stammt da schon einer? Jetzt nicht lang geschnackt, sondern direkt auch mal Leute vermöbelt. Ich will da auf dieses Viech drauf, das muss machbar sein. Los, komm, Viech, lass dich bespringen. Das klingt total scheiße, wenn ich das so sage. Da hat es mich wohl ein bisschen zerlegt. Das muss also beim nächsten Mal besser werden. Greife ich denn mit dem Viech überhaupt an? So greife ich mit dem Viech an. Das ist ja lustig. Kann man hier mal die großen Jungs verprügeln. Haben wir hier noch einen Sekundärangriff. Mal. Auch. So ein Special Move mal auf alle drauf. Und ein paar Pfeile verteilt. Zack. So wird doch was draus. Weiter geht's. Hier nochmal die letzten Münzen zusammengekratzt. So. Stellen wir uns mitten rein in die Menge. Das sieht aus wie ein Bossgegner. Ein ziemlich fieser, großer sogar. Schauen wir mal, was der Onkel so kann. Kann mich ganz schön kaputt machen, wenn er das will. Wow, hat einen Sturmangriff.
Ah, da habe ich wieder vergessen, meinen Heiltrank zu trinken. Das muss ich natürlich jetzt irgendwie mal hier ein bisschen besser auf Kette kriegen. Vielleicht sollte ich mich tatsächlich erstmal drum kümmern, dass der Kleine hier kaputt geht. Ah, wo kommt der denn jetzt her? Was wollen die alle von mir? Geht weg! Alle! Weg! Schnell einen Heiltrank einwerfen. So, noch mal in Sicherheit springen. Ja, da ist ein Sturmangriff, der Olle. Huperig hier. Ist doch Mist. Ihm da schnell aus dem Weg gesprungen. Gehen hier noch dran. Geister geprügelt. So, okay, jetzt sind wir nämlich alleine. Er hat relativ lange Bewegungsabläufe. Das muss ich mir irgendwie merken und zunutze machen. Und ansonsten habe ich gegen diesen Koloss tatsächlich wenig Stiche. Oh, da hat er mich erwischt. Da hat er mich erwischt. Uncool. Und jetzt ihm bloß aus dem Weg gehen und von hinten attackieren. So, hier nochmal aus dem Weg gesprungen. Yay! Wow, was haben wir denn hier alles? Verteidigung brauchen wir nicht. Aber der neue Bogen, der sieht doch toll aus. So, dafür brauche ich keine. Tränke sind allesamt aufgefüllt. Kann ich den da irgendwie runterholen? Natürlich nicht. No. Dann gehe ich einfach mal weiter, würde ich sagen. Mit meinem neuen Bogen. Ah. Brauche ich doch gerade nichts zu essen, das ist doch Quatsch hier. So, gleich mal den neuen Bogen ausprobieren, was der so kann. Man kann eine ganze Menge, das ist ja schon mal schön. Und da kriegen die auch schön auf die Fresse von. Aber bei weitem nicht so viel auf die Fresse, wie ich es gerne hätte. Diese Zwerge, die sind also ein so albernes Kanonenfutter. So, immer noch Pfeile hinterher geschmissen. Und Katschenk. Oh, da gibt es eine neue Waffe. Was kann die denn? Auch nichts Besseres. Also lasse ich einfach mal, wo sie ist. Jetzt habe ich mir hier selber den Weg versperrt. Das war jetzt nicht so klug. Komm, ich gehe jetzt echt nicht weiter. Nee, hier komme ich tatsächlich nicht weiter. Dann muss ich wohl nochmal zurückgehen und mal gucken, was da noch so geht. Kann ich ja vielleicht einfach außen rumlaufen? Nee, kann ich auch nicht. Muss ich vielleicht einfach mal gucken, was ich so an Tränken dabei habe?
mich schneller, schöner, stärker machen. Was ist denn zum Beispiel mit diesem gelben Trank? Was um Himmels Willen habe ich denn da jetzt gemacht? Ich komme hier nicht hoch. Na? Jetzt hat's geklappt. Na. Man muss nur irgendwo in der richtigen Minute die richtigen 15 Knöpfe gedrückt halten. Zack, ich will auf dieses Viech drauf. Du willst nicht auf dieses Viech drauf, ich will auf dieses Viech drauf. So. Eigentlich ist das Viech auch saublöd. So. Ich verklopp die lieber nach guter alter Manier. Das sind ja schließlich doch auch nur Zwerge. So. Gehen hier noch kurz und klein gehauen. Noch die ganzen Münzen wieder eingesammelt. So, weiter geht. Weiter geht. Eieiei, das ist ja wieder diese hässliche Oberchefin. Oh, Kriegsfürstin, wir haben das Artefakt gefunden. Aber es gibt da ein kleines Problem. Na endlich! Wo ist es? Oder ist es etwa nur ganz, ganz klein? Nein, nein. Verbündete haben es im Wald gefunden. Aber sie haben auch... Ist kaputt gemacht. Ich habe keine Zeit für dein Geschwätz. Bring mich sofort hin. Jetzt läuft sie wieder weg. Ganz großes Kino. So, hier noch eine Münze. Oh. Na? Befreiungsschlag! Yay! Weiter geht's, nix ist hier. Fernkampf. Das ist mein Metier. Ihr dummen. Ja, ich weiß, dass ich dahin muss, aber ich muss hier erstmal einsammeln. Weil ohne Fleiß, ne? Weiß und Gedöns, Gerödel. So. Das ist ja ganz hervorragend. Damit geht auch dieses Let's Play zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mir beim Zocken zuzugucken. Ich hoffe, ich kann euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer, zockt viel, zockt schön und tschüss.